Sehr gut. Wir haben Den tatsächlich gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Den. Eigentlich wollte ich gerade nicht seinen Namen nennen, sondern das Wort Den benutzen. Aber okay. Das ist sehr, sehr gut, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass Den noch da ist. Und jetzt schnappen wir uns noch den Drachensnapper da oben und dann haben wir es geschafft und wir können Diego und Bilgot hier abliefern. Und dann gehen wir zum letzten der drei Erzschürfstellen. Zur letzten der drei Erzschürfstellen. Und wenn wir die haben, dann können wir zurück zu Garon und ihm Bescheid sagen. Übrigens, ich habe absolut keine Ahnung, ob Bilgot jemals das Minenteil wirklich verlässt oder ob er für immer am Eingang rumsitzt. Ich habe ihn bisher auf jeden Fall nie in Korinnes gesehen. Also... Ah, der Paladin ist noch da. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Guck dir Diego an. Ich danke dir. Sauber, Diego. Lass dich nicht fressen. Wäre schade drum. Leb wohl. So, Bilgot, sind wir hier schon losgeworden. Diego hat dann noch mit ein bisschen rumgeballert den Drachensnapper erledigt. Und wir haben hier ein Paladinschwert und ein heiliges Licht. Alter, nicht im Ernst. Ich meine, okay, cool. Wow, ist nur ein heiliges Licht. Ist ja total sinnlos. Aber Paladine brauchen keine Kreise. Ich kann das heilige Licht benutzen. Ich habe eine dauerhafte Lichtrune. So, Bilgot spaziert jetzt gemütlich da hoch und setzt sich dann vor den Pass. Aber Diego können wir noch ein bisschen weitergeleiten und der wird dann erst dort oben sagen, oh so, das reicht, hier sind wir. Den Rest schaffe ich alleine und sowas. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinnes zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Warte mal. Moment, er setzt sich jetzt hier hin. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Bilgot und Diego streiten sich jetzt immer um den Sitzplatz. Wo ist Bilgot? Wie, Bilgot ist tot? Bist du der unfähigste Trottel, den ich je gesehen habe, oder ja? Was hast du jetzt wieder angestellt? Wie konntest du hier einfach so abkratzen? Das ist gerade sowas von unmöglich. Ach, fick dich doch, Bilgot, du Obertrottel. Welches von denen ist jetzt neuer? Ich lade einfach mal die 2 hier. Ne, Moment, die 2 war das, wo ich Leben verloren hatte, nachdem der Drachensnapper tot war, und die 1 war das nicht. Huch. Spritzte noch Blut. Okay, ey. Scheiße. Kann ich das nochmal machen? Egal. Nicht so wohl. Bilgot, du bist ein Idiot. Du bist so ein Vollidiot. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich ohne Scheiß noch nie erlebt. Welcher Trottel kann es schaffen, einfach so drauf zu gehen, ohne sichtlichen Grund? Ich meine, hey, wie hast du das bitte geschafft? Es war kein Viech in der Nähe. Du bist nirgends runtergefallen. Diego. Brav. Und Feldknöterich. Und da vorne sind nochmal 2 Snapperle. Einer noch. Ach du Scheiße. Ich dachte, Diego knallt ihn ab. So. Und wieder ein Telefon, an das ich nicht rangehen muss, weil ich nicht der Einzige bin, der hier wohnt. Jetzt könnte aber ruhig mal langsam jemand rangehen. Ja, passt. So, wieder Den. Ja, 200 Gold und so, bla bla. Und wieder zurück. Und diesmal bleibst du mir am Leben, wenn wir da oben sind, Bilgot. Wie zum Teufel hat er das nur geschafft? So, seid ihr noch da? Ja. Schade, denn das sah echt genial aus wie Diego. Also nee, ich lasse ja trotzdem hoch, das seht ihr ja auch. Aber es sah echt genial aus und ich hoffe, dass es nochmal so klappt, dass ich selber nichts machen muss und Diego das Viech einfach abknallt, ohne dass ich irgendwie in Gefahr bin. Und wenn nicht, Bilgot, mache ich dich dafür verantwortlich, dass es nicht geklappt hat. Hey, meine Fackel. Zumindest glaube ich, dass meine ist. Die unsichtbare Fackel ist nämlich, also dieses unsichtbare Licht ist nämlich verschwunden. Oder eher das Licht ohne Quelle. Was eigentlich gar nicht da sein dürfte. So, gleich sind wir oben, Leute. Speichern wir hier nochmal.
Oh, Heilkraut. Ja, toll. Das habe ich gerade gespeichert. Kommt, Leute. Diego, du hast gleich einen Job hier. Hier ist der Paladin. Oh, fuck. Okay, noch können wir Bilgert hier bei uns behalten. Wie gut ist eigentlich das Paladin-Schwert? Ach so, dann wundert es mich nicht, wenn die damit so eine schwachen Waffe abkratzen. Okay, jetzt können wir gleich Bilgert verabschieden und dann können wir noch Diego verabschieden und hoffen einfach, dass Bilgert am Leben bleibt. Gut, gut. Er folgt uns noch. Das bedeutet, dass er hier noch nicht abkratzt. Das wiederum bedeutet, dass er kaum Möglichkeit hat, hier abzukratzen, denn wenn er hier oben ist, wodurch sollte er dann abkratzen, bitte? So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wäre schade drum. Leb wohl. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Alter, der Ork da hinten. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. So, wie gesagt, Diego und Bilgert streiten sich ständig um den Sitzplatz, denn es gibt scheinbar nur einen. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Ohne Scheiß, Diego, ohne Scheiß. Das war mein Vieh. Ich glaube, ich hack's. Na egal. Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Ich seh's. Knallt ein Ork ab und sagt, ja, oh, ich ruhe mich nur kurz aus. Verdammt, der Ork war mein Opfer. Diego, ohne Scheiß, du stellst dich hier einfach hin. Siehst einen Ork-Krieger und denkst dir, oh, ja, der sieht gut aus, mach ihn platt und ziehst deinen Bogen und schießt auf ihn ein. Das war eigentlich mein Opfer. Penner, du hast mir 300 Erfahrungspunkte gestohlen. Ich hoffe nur, dass die mir nicht irgendwann fehlen werden, sonst bist du schuld. So, okay, auf jeden Fall kommen wir jetzt zur letzten Schürfstelle, Marcos Schürfstelle. Die von Grimes zum alten Mini geführt wurden. Und da der Weg jetzt sozusagen komplett frei ist, dank Diego, mir und Bilgert, kann ich jetzt hier ganz gemütlich rumlaufen und mich zu der Schürfstelle begeben. Ja, und danach kann ich zurück in die Burg und dann bin ich hier im Minental für Kapitel 2 erstmal fertig. Ich muss natürlich später nochmal ins Minental, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ihr denkt ja wohl nicht, dass ich hier schon fertig bin. Aber für Kapitel 2 habe ich ja alles erledigt und das ist schön. Denn Kapitel 2 ist irgendwie nervig. Ich meine, klar, es ist cool. Man trifft Milton wieder und Gorn und Diego. Aber dieses Rumgerenne inmitten von Feinden, gegen die man noch gar nicht klarkommt, sowas nervt mich. Wenn ich schon Feinde habe, dann will ich sie auch alle plätten können und nicht mich total anstrengen, dass ich überhaupt so ein schwaches Viech wie so Lurker platt kriege. Wobei Lurker und Snapper und so ja nicht wirklich schwach sind, muss ich zugeben. Hier hat's Pilze. Also wenn wir vor 8 Uhr in der Burg ankommen, müssen wir erstmal schlafen gehen, weil sonst können wir nicht mal die Quest abgeben. Und außerdem haben wir dann wieder volles Leben, obwohl wir im Moment eh fast volles Leben haben. Sammeln wir hier jede Menge Schrott ein, wie immer, die wir später eh nie benutzen werden, aber naja. Man kann hier ja nichts liegen lassen. Aber es hat hier wirklich jede Menge Gegenstände, die rumliegen. Eigentlich, wenn man das mal zusammenzählt, im ganzen Spiel von Gothic 2, alle Gegenstände, die auf dem Boden einfach so rumliegen, da kommen wir bestimmt auf eine 6- oder 5-stellige Zahl. Das ist total heftig. Man ist hier dauernd beschäftigt mit Sachen aufheben. Und aufpassen, dass die scheiß Orks einen nicht sehen. Sollen wir wieder speichern, denn der letzte Save liegt einige Zeit zurück. Und weiter. Okay, wir haben jetzt 34 Lernpunkte und wenn... Ja, und unter normalen Umständen hätten wir jetzt schon auf Meister gehen können. Aber hey, Moment. Uns fehlen ja nur 30 Stärkepunkte für dieses komische Erz-Zweihänder-Ding. Die können wir ja theoretisch jetzt alle
ausgeben, dass wir da Erzfeuer benutzen können. Das wäre doch cool. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht, weil ich glaube, dass es wie bei Geschick ist, weil Geschick kostet jetzt ja auch 10. Und dass jetzt gleich Stärke auch 10 statt 5 kosten wird. Ich weiß zwar nicht, warum Stärke jetzt noch nicht 5 kostet, noch nicht 10 kostet, aber es ist irgendwie so. Naja. Da ist ein Paladin. Das ist wohl die letzte Schriftstelle hier. Nee, Ritter meine ich. Hallo Ritter. Inos ist meine Ehre. Und meine Ehre ist mein Leben. Hast du gekifft oder so? Na egal. Da drüben sitzt noch ein Paladin rum. Den haben wir vorhin von allen Snappern befreit. Wenn wir die Snapper nicht gekillt haben, würde er jetzt hinrennen und die Viecher killen. Hey, du. Wir werden hier so lange ausharren, wie Inos sein Licht über uns hält. Alter, ihr seid doch alle bekloppt. Na egal. Oh, da liegen Gräber und eine Innos-Statue. Ich glaube, hier hintere bin ich noch nie gelaufen. 4 Unbekannte, ohne Namen. Krallen, Flügel. Denkt ihr wirklich, dass Innos sowas will? Ich meine, er kann es ja nicht mal verkaufen oder so. Und wozu sollte er sowas brauchen? Er kann ja auch keine Runen herstellen, nehme ich an. Und warum liegt denn der Beutel und eine Spruchrolle dahinter? Denkt ihr, das wäre ein gutes Versteck, hä? Nein. Nicht gut genug. Ach so, Olas Beutel kann ich auch öffnen. Den Lederbeutel kann ich auch öffnen. Und den hier auch. Und Kavalons Lederbeutel. Wow, da ist ein Brocken Erz drin. Geil. Wie viel Erz wir einfach schon haben eigentlich. Ich hoffe, dass ich nicht... Ich hoffe trotzdem, dass das Erz mir nicht irgendwann zur Neige gehen wird, denn... Oh, eine Spitzhacke. Denn ich weiß überhaupt nicht, wo ich noch Erz herkriegen kann. Links? Nein. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, links. Ah, passt. Eine Innerstatue. Was will ich denn damit? Wem soll ich die denn geben? Oh, eigentlich wollte ich noch was machen, als ich gerade mit Diego und Bilgot oben am Minenausgang stand. Das habe ich total vergessen. Sträfling und... Oh, hey. Du! Du? Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden? So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben.